Youngster Max Rehberg hat sich auf der Tennistour schon längst einen Namen gemacht. Dieses Jahr war er zum Beispiel bei den Junior US Open in New York und bei den Junior Wimbledon mit dabei. Dieses Wochenende wird er zu Hause bei den Wolfgang Open in Ismaning aufschlagen. Erst letztes Jahr hat er dort in der Qualifikation mitgespielt. Dieses Jahr darf er dank einer Wildcard gleich im Hauptfeld starten. Es ist hier daheim, es ist 15 Minuten mit dem Auto entfernt. Und deswegen ist es was Besonderes für mich, hier daheim zu spielen. Auch noch, ich würde sagen, auf meinem Lieblingsbelag, auf Teppich. Ja, ich freue mich einfach drauf. Das kleine familiäre Turnier vor den Toren Münchens holt auch dieses Jahr wieder internationale und deutsche Tennisprofis auf die Anlage des TC Ismanings. Mit dabei sind unter anderem der Italiener Andreas Seppi, Misha Zverev, Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer. Ich will möglichst weit spielen. Ich glaube, ich kann sehr gut spielen auf Teppich. Ich habe ja in Eckenthal auch schon gut gespielt, ein paar Jahre zuvor. Insofern, ja, ich hoffe, dass ich auf jeden Fall weit komme. Ja. Das Turnier gehört zur Challenger-Kategorie, der zweitgrößten Klasse der ATP. Der Sieger erhält bei den Wolfgang Open 6.000 Euro und 80 wertvolle Punkte für die Weltrangliste. Das Besondere an unserem Turnier ist für uns immer die familiäre Atmosphäre, weil wir hier in einem Tennisclub sind, in dem normal der Tennisbetrieb eigentlich herrscht und hier jetzt in der Woche alles auf den Kopf gestellt wird, damit wir ein schönes Turnier auf die Beine stellen können und alle aus dem Club hier beim Turnier mitarbeiten und ja, macht einfach eine ganz besondere Atmosphäre aus und dass die Profis hier unter diesen Bedingungen dann spielen. Klar ist man, ich würde jetzt nicht sagen aufgeregt, aber man hat natürlich gewissen Respekt vor den Leuten, das ist klar. Es gehört auch dazu, glaube ich, aber ich glaube, ich kann damit ganz gut umgehen und ja, es ist wie eine Herausforderung für mich, die ich dann auch annehme. Zuschauer sind dieses Jahr bei den Wolfgang Open erlaubt. Am Sonntag werden dann die ersten Bälle bei der Qualifikation aufgeschlagen.